Hallo Welt, da sind wir wieder. Immer noch auf der Suche und immer noch am Rätseln und immer noch im Livestream. Ja, also mit YouTube wollte ich ein bisschen zurückschrauben. Muss ich ein bisschen zurückschrauben auch. Also ich sehe hier nichts. Vielleicht bin ich blind oder so. Doch irgendwas liegt hier. Ach, das ist der Stein wahrscheinlich. Wenn der Stein da ist, dann geht das nicht. Kein Bauplan für uns. Habe ich jetzt ein bisschen durcheinander geredet gerade? Ich wollte das eine noch beenden, was ich gerade angefangen habe mit YouTube. So ein bisschen erklären. Ich habe das vorher schon mal erklärt. Dass das alles ein bisschen überhand genommen hat. Und im Moment muss ich sagen, es kommt auch jetzt nicht in diesem Jahr. Was kommt denn in diesem Jahr noch Interessantes? Was mich da interessieren würde noch, das wäre Dying Light 2. Diesmal von einem anderen Publisher, deswegen könnte man das Let's Playen, müsste ich wahrscheinlich sogar. Und Outer Worlds würde ich auch sehr gerne ausprobieren. Aber was denn noch? Dann kommt wieder was anderes. Nein, wir machen den T-Terror nicht. Hallo nochmal, meine Freunde. Das haben wir schon so oft gemacht. Ich bin erfreut, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass meine Kessel hier in der Riesenteekanne wieder gefüllt sind. Das bedeutet, dass meine Spezialmischungen in Kürze gebraucht werden. Spielplatz. Also, wenn Sie ein kleines Tässchen mögen, nur zu. Nö. Die Nuka-Cola Quantum, wenn sie da ist, nehmen wir noch gerne mit. Und den Ghoul hier. Hey. Hey. Nicht drängeln. Wow. Ich dachte, ich hätte euch beide erwischt. Ich liebe diese Axt. Keine Nuka-Cola Quantum hier. Wie kommt's? Wo war die denn? Draußen? Im Automaten hier? Ja, aber diesmal ist da keine. Haben wir ja erst mitgenommen letztens. Nuka Quantum für Nuka-Schein. Hey, Kampfrüstung-Helm. Der ist doch bestimmt was wert. Oh nein, nicht schon wieder anfangen. Wir wollen nur zum Händler und gucken, ob der Kronkorken hat endlich. Nach so langer Zeit, jetzt sind schon 22 Stunden vorbei. Genau, Event verlassen. Was wollte ich? Ja genau, so ein bisschen zurückschrauben YouTube jetzt mit neuen Serien. Und wir haben ja noch genug alte Sachen, die noch nicht fertig sind, die wir unterbrochen haben aus verschiedenen Gründen. Da wäre Enderal, da wäre Skyrim, das immer noch nicht funktioniert bei mir. Dann wäre natürlich Fallout 4, da bin ich schon am Produzieren zwischendurch. Da habe ich schon einige Folgen produziert, aber das soll ein größeres Comeback geben quasi. Da wollen wir die Zeit, die wir jetzt pausiert haben, aufholen. Das heißt, da sollen dann mehr Folgen am Tag Fallout 4 rauskommen. Soweit ich mich erinnere an die letzten Aufnahmesitzungen zu Fallout 4, was ich da schon produziert habe. So um die 20 Minuten die Folgen, also zwar mehr am Tag, aber verteilt ein wenig. Und das Ganze dann nochmal aufholen, was wir da so noch nicht haben. Dann haben wir Alex. Alex muss auch noch durch, ne? Müssen wir auch noch fertig machen, Alex. Essen. Ja, ich habe nichts zu essen, Heiko. Und das ist das ja gerade. So, du Händler, Lump. Ich bin zum Handel mit Vorräten und Ausrüstung autorisiert. Ich weiß doch, was du mir sagen willst damit. Weiß ich doch ganz genau. Hier, nimm das. Der hat immer noch keine Kronkorken. Ja, mir reicht's. Dann eben nicht. Wir versuchen es einfach in 20 Stunden nochmal. Scheinbar haben die keine Kronkorken. Nein, wir gehen jetzt nicht nochmal nach Morgentown. Nein, wir werden nicht nochmal mit Al sprechen und dann enttäuscht wieder abziehen. Nein, ich gehe mal davon aus, das wird auch nicht funktionieren. Was ist hier eigentlich los? Ein kleiner Dümpel. Red-Hirsche. Red-Hirsche in ihrer natürlichen Umgebung. Heiko, ein Dönermesser. Ja, ich nehme gerne alles an, nur ich kann, wie du gesehen hast, ja auch nichts mehr wegstecken. Die Kiste ist voll, mein Inventar ist jetzt gerade nicht mehr voll.
Aber die Kiste ist und bleibt wahrscheinlich so erstmal, bis wir wieder ein bisschen Handel betreiben können. Ja, dann gehe ich vielleicht die Tage nur noch, wenn das wirklich so ist, dass man einmal am Tag nur handeln kann mit allen Händlern, dann werde ich vielleicht die nächsten Folgen, die nächsten Aufnahmesitzungen nur eine halbe Stunde machen. Denn wir müssen unbedingt mehr Kronkorken haben und wir müssen unbedingt unsere Kisten loswerden, unsere Sachen, und wegwerfen möchte ich sie nicht. Warum soll ich sie einsammeln, wenn ich sie nachher sowieso wegwerfe? Ah ja, Reality Check. Zufallsgenerierte Ereignisse, das mit den Bauplänen am Sendemast, am Strommasten da also. Ja gut, da werde ich aber dann doch mal ein Auge drauf halten. Aber es ist wirklich, eigentlich könnte es möglich sein, dass wir es schon haben. Nur wir haben ja heute im Laufe des Livestreams vorhin, haben wir ja irgendwann mal auch schon in die Sachen geguckt, die wir da zusammenbasteln können. Und da war das ja nicht dabei. Die Mütze haben wir, aber da weiß ich noch ganz genau, die haben wir geschenkt bekommen. Die hat uns jemand da hingeworfen, in dieser braunen Papiertüte. Naja. Moment, nächste Zufallsbegegnung. Hinter dem See in der Ebene, schreibst du weiter? Reality Check. Wäre das dieser hier? Ich warte mal hier. Dieser See? Diesen See, meinst du? Vielleicht haben wir diesmal einen Red Hirsch. Ich weiß, wir waren schon mal hier und haben das Monster von Grafton hier gesehen. War das das Grafton-Monster? Ja, das kopflose Monster war mal hier. Ach, du warst das. Habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, Heiko. Ja. Dosen, ja, Dosen. Essen und so weiter. Genau, geradeaus schreibst du Reality Check. Sieht aber nicht so aus, als ob da was wäre jetzt gerade. Okay, ja, ich glaube, dann versuchen wir das auch gar nicht, oder? Ich will den Red Hirsch nicht verschrecken. Was mache ich wieder? Ich sage, wir versuchen es gar nicht und gehe sofort zack in die Richtung. Das kann doch nicht richtig sein. Was mache ich denn andauernd? Ja, wir looten aber nicht mehr. Zack, 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 zack. Inventar voll. Oh, ich bin überfüllt. Ich kann nicht mehr laufen. Ja, und nun? Ja gut, ich lasse mich überraschen, da ich das jetzt weiß, dass hier was passieren kann, zufällig. Halten wir da mal ein Auge drauf, wobei ich jetzt nicht glaube, dass wir allzu häufig hier sein werden in der Gegend. Sind wir hier in Sicherheit? Rechts vorbei am See hier. Hey, das müssen wir doch mitnehmen. Zack, durchsuchen. Gleich überfüllt schon wieder. Kaliber 50 Ball. Oh, so viele schöne Sachen und wir können nichts mitnehmen. Ah, wir müssen uns auf das Wesentliche hier beschränken. Aha, hier also. Also richtig sind wir, glaube ich, dann schon, wenn ich das richtig verstanden habe von dir, Reality Check. Nein? Okay, 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 ich bin schon weg. Hätte ja sein. Oh, hey. Greaser Jacke und Jeans. Oh. Wir können doch nichts mehr mitnehmen. Oh, Essen. Gut, da werden wir doch sofort was essen.
Meeresfrüchte-Imitation. Oh, wir haben ja immer noch Hunger. Hey, Moment. Das ist der Red Hirsch. Ah, den kennen wir, der macht nichts. Links vom See, am Red Hirsch vorbei, oder jetzt links? Links um den Teich. Okay, da haben wir den Red Hirsch, den wollen wir ja nicht stören. Unser Kanalmaskottchen. Okay, jetzt. Ja, ich glaube, das kommt so ein bisschen zeitversetzt an, obwohl ich YouTube schon so eingestellt habe, optimal, damit das möglichst nicht zeitversetzt ist, aber ein bisschen ist es natürlich. Dann warte ich jetzt mal hier so ein bisschen. Und wenn ich richtig bin, ob ich richtig lieg oder nicht, verrät uns gleich das Licht. Oder beziehungsweise du, Reality Check. Tränke nicht vergessen, immer schön. Wasser, Flüssigkeit. Hey, was habe ich gerade gesagt? Ich wollte hier warten, bis du sagst, ob wir hier richtig sind. Am Traktor? Nee, links vorbei, sagtest du. Ah, da wären wir jetzt gerade. Rechts um die Gebäude jetzt. Aha. Okay. Schauen wir mal. Ja, hier waren wir schon. Achtung, eine wichtige Durchsage für alle Responder. Aufgrund von ausschwärmendem Ungeziefer ist eine sofortige Evakuierung der First Friends Kirche in Charleston erforderlich. Bei Grabungen in diesem Bereich sind wir auf einiges an Zeug gestoßen, das gut ausgerüstete Mitglieder mit dem entsprechenden Training bergen können. Zivilisten sollten sich fernhalten, solange die Glocke läutet. Okay. Ja, obwohl diesmal haben wir ja unsere Axt. Da sollten wir ein bisschen besser damit klarkommen. Obwohl, nee, das kennen wir schon. Wir waren hier schon überall drin. In den Gebäuden. Zumindest das, was wir finden konnten. Da ist doch irgendwas auf der Brücke. Ein Mr. Handy. Mr. Gutsy. Ja, Freund oder Feind brauche ich in dem Fall ja gar nicht zu fragen, oder? Der ist rot. Ja gut, wenn das zufallsbedingt ist, dann ist es jetzt vielleicht gerade nicht da. Was auch immer dann hier wäre ansonsten. Sonstiges schalten wir mal aus.
Das ist eigenartig, Heiko. Den Namen. Meinen Namen findest du nicht mehr. Ich habe meinen Namen aber nicht versteckt. Oder geändert. Wer will in den Hintern getreten werden? Ich nicht. Müssen wir den jetzt? Ja, den müssen wir, glaube ich. Können wir den denn? Ja, ich glaube, wir können. Fehlalarm. Kampfbereitschaft einstellen, Leute. Ah, dann müssen wir vielleicht gar nicht. Oh nein. Oh nein. So viele. Sind die alle feindlich? Warum sollten sie nicht feindlich sein? Warum schweben die so gruselig hier rum? Boah. Da ist doch dieses Craften-Ding. Welche Stufe hat denn das? Das Craften-Ding, das Monster von Craften. Das Craften-Monster. Wir haben das Monster von Flatwoods schon getroffen. Naja, getroffen ist übertrieben. Die meinen uns. Nichts wie weg. Wir haben doch nur geguckt. Dürfen wir jetzt nicht mal mehr gucken? Oh, hier liegt wer. Hornwright, Hauptsitz, haben wir schon. Schlüssel. Nein, 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 nein. Warum wehren wir uns eigentlich gar nicht? Wir haben doch da so ein Ding hier. Schießt das nicht? Ist das kaputt? Naja, ist, ja, doch. Sollen wir nicht erstmal einen erschießen und dann den anderen? Wäre doch sinnvoll. Da sind wir immer noch hungrig. Was haben wir denn Schönes? Bläh, Fliegenfleisch, aber das muss erst zubereitet werden. So esse ich das nicht. Ein Kaugummi könnten wir gegen den Hunger kauen. Verdorbene Brahmin-Milch? Nee, 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 nee. Ach, der tote Hornwright-Typ, doch. Den Schlüssel haben wir. Oder? Ich habe nicht gesehen, dass der irgendwie einen Bauplan dabei hat. Aber du meintest, der Bauplan sei ja auch am Sendemasten. Und das hier sei nur eine Zufallsbegegnung gerade. Gut. Ach so, war der vielleicht noch am Leben?
Ach nee, es gibt ja keine Lebenden hier. Vielleicht. Wir wissen es ja noch nicht. So weit sind wir ja noch nicht. Wo war das denn gerade? Moment, da ist der See und hier lag der. So, Vorschlaghammer hat er, Spitzhacke, Sturmfeuerzeug, Bergarbeiter-Uniform. Ich glaube, so eine haben wir schon. Und den Bergarbeiterhut. Leider keinen Plan dabei. Ja, vielleicht hat er den Plan ja nicht immer dabei. Ja, kann schon sein, Heiko. Das ist mir auch oft passiert, dass die Freundesliste nicht angezeigt wurde. Am besten schick nochmal eine Freundschaftsanfrage. Aber du sagst ja, ich bin nicht mehr da. Oh, es schreit nach einem neuen Outfit, oder? Das hier haben wir doch lange genug schon an. Ich wundere mich, dass es immer noch so weiß ist. Ja, ganz nett. Haben wir denn irgendein Ziel jetzt? Wundere ich mich gerade. Ich hatte irgendein Ziel, ich wollte was machen. Ah, hier ist eine Werkstatt. Flughafen von Wade. Nein, ja? Nein, nein. Nein, das machen wir nicht. Nochmal so eine Werkstatt einnehmen und nochmal das ganze Theater? Nein, danke. Ach so. Ja, das verstehe ich nicht, Heiko. Wenn es meinen Namen nicht gibt, laut Bethesda oder Fallout 76, weiß ich nicht, woran das liegt. Dann wurde ich vielleicht versteckt. Ich habe mich nicht versteckt. Ich bin hier, so wie ich immer bin. Bin ich zufällig jetzt doch in den Überlebensmodus geraten, obwohl ich das gar nicht wollte? Ich glaube, nein. Die Neugierde. Immer gucken, wen man so alles kennt hier. Egal, genug geguckt. Wir hatten doch was vor. Wisst ihr was? Automatisch zieht es mich nach Helvetia zurück, merke ich gerade. Aber da ist nichts mehr zu tun. Das Event ist gelaufen. Vorbei, aus, Ende. Wann könnte denn das nächste Event wohl kommen? Man weiß es nicht, oder? Die Roadmap von Bethesda sieht auf jeden Fall interessant aus. Ach, da kommen erstmal jetzt nächste Woche ein paar ganz andere interessante Sachen. Habt ihr schon gehört? Der Verkaufsautomat wurde auf Mai verschoben. Habe ich, glaube ich, heute schon zweimal gesagt in der Aufnahme, in dem Livestream hier. Mai kommt da raus. Die Verkaufsroboter sind noch ein bisschen knatschig. Die müssen noch überredet werden, dass sie das mitmachen. Wochen-Challenge, du bist meine Rettung. Danke, ganz genau. Challenges wollten wir machen. Wochen- oder Tages-Challenges. Und Ziel, genau. Erreiche eine höhere Stufe. 10 Atome bekommen wir dafür. Oder sammle Kronkorken. Ja, das wird schwierig heute. Doch, Moment, habe ich da gerade Supermutanten gehört? Die haben doch immer Kronkorken bei sich. Hey, es gibt doch so viele. Wir haben doch den Skill genommen, Schatzsucher. Und es gibt doch so viele Kronkorkenverstecke, warum finden wir nie welche? Wir sind am Looten wie verrückt, unsere Kiste ist schon wieder voll. Aber nein,
Töte Red-Ameisen, während du von Red-Ameisen-Lager berauscht bist. Das werden wir nicht schaffen. Und das Ganze fünfmal sogar. Nein. Aber das hier könnten wir machen. Schließe Events ab. Ganz genau. Das kann man aber hier nicht markieren. 4. Wann haben wir das denn? Ach, danke. Reality Check. Klar, der Tod von oben. Das war's. Da haben wir doch ganz schnell noch was getrunken. Und das muss es gewesen sein. 10 Stück. Wir müssen dann aber noch diese Events hier abschließen, meine ich, um die 40 Atome zu kriegen wahrscheinlich. Also zerstöre Roboter, während du berauscht bist und einen Bierhut trägst. Genau, haben wir gerade gemacht. 76, ja. Ja, die Kleinen zählen da, glaube ich, nicht alle mit. Ich vergesse immer, wie heißen die Kleinen denn? Ja, töte riesige Kreaturen. 10 riesige Kreaturen, während wir berauscht sind. Ja, ich glaube, das können wir gleich aufgeben. Das schaffen wir bestimmt nicht. Ja, Heiko, die Baggerrüstung haben wir schon gemacht. Wir haben nur die Sache nicht zusammengeschraubt, weil ich keine... Da braucht man 60 Schrauben für einen Teil oder irgendwie sowas. Ich dachte, ja gut, wenn die jetzt hier rumliegen irgendwo, dann machen wir das. Aber ich war froh, dass ich irgendwie 4 Schrauben oder was zusammengeklaubt habe, um mein Gewehr zu reparieren. Und da haben wir dann das natürlich nicht zusammengeschraubt, das Baggerding. Aber das war sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, sowas in der Art können wir ja machen. Und Quests. Aber die Wochenquest werden wir wohl kaum schaffen. Warum haben wir es dann überhaupt versucht mit dem Alkohol? Ja, vielleicht habe ich gedacht, das wäre nicht... Da müsste man nicht alles machen, aber muss man wohl. Hier. Das hier oben könnten wir machen. Wie lange läuft das noch? 2 Tage und 17 Stunden. Ach ja, Gott, dann können wir das mit den Robotern noch schaffen. Aber die riesigen Kreaturen dürfte schwierig werden. Die sind doch dann wahrscheinlich ab. Wahrscheinlich ab. Todeskralle aufwärts, vermute ich mal. Ja, zu dem Zeitpunkt, Heiko, wie gesagt, da hatte ich nicht so viele Schrauben, was wir da brauchten. Das andere Material war, glaube ich, alles gar kein Problem, aber die Schrauben. Wir waren selber froh, wenn wir ein paar Schrauben für Reparaturarbeiten da gefunden haben und deswegen haben wir da nicht weitergemacht. Aber was heißt weitergemacht? Das war doch das Letzte, oder? Du hast die Rüstung, den Plan für die Rüstung bekommen. Die können wir jetzt zusammenschrauben, wenn wir die Schrauben haben. Und dann war es das. Oder geht das da noch weiter? Das war ja schon ganz schön viel, was wir da machen mussten. Erstmal überhaupt da reinzukommen bei den ganzen Supermuttern. Genau, Supermutanten. Kronkorken. Ich habe den Eindruck, wir laufen im Kreis. Merkt ihr was? Wir laufen immer noch zurück nach Helvetia. Es ist wie ein Magnet. Es zieht uns immer wieder zurück dorthin. Ja, und wenn wir hier so rumlaufen, dann passiert gar nichts. Wie sieht's denn aus mit 634 mit unseren Kronkorken? Sonst hätte ich gesagt, wir gehen nochmal, damit wir ein paar mehr Erfahrungspunkte sammeln. Dann gehen wir nochmal in den Überlebensmodus. Aber ich bin meinen schwer verdienten Kronkorken doch nicht böse. Was ist das? Da läuft doch was. Irgendwas läuft doch. Was läuft hier ab? Was war das? Ah, das könnte ein Red Hirsch gewesen sein. Die sind öfter hier vielleicht. Aber hier drüben war doch gerade was. Ich habe da was Grünes rumkullern sehen. Das war der Supermutantenkopf wahrscheinlich. Ja, Heiko. Da gratuliere ich dir. Ich bin nicht so der große Freund von Powerrüstung. Ich nutze die eher so zum Sammeln, aber ich fühle mich da doch irgendwie immer ein bisschen beengt und unnatürlich. Mir macht es mehr Spaß, hier so rumzulaufen, ohne Powerrüstung. Aber ich kann mir schon denken, dass die richtig viel kann. Und ich habe ja auch schon ganz, ganz viele Leute gesehen, die diese Powerrüstung haben. Auf dem Fastnachts-Event waren ja auch ganz viele Leute, die haben. Hatten und wahrscheinlich dann immer noch jetzt haben, gehe ich mal von aus. Die werden sie ja nicht abgegeben haben, dann danach.
Ja, wir sind ja auch nur so. Wir sind ja nicht wirklich so auf Questjagd oder irgendwie so etwas. Wir erkunden mehr so ein bisschen, denke ich. Was würde ich denn machen, wenn so ein Atomding da wäre? Hey, wir sind im Kreis gelaufen, oder? Ja, ganz genau. Das würde ich auch tun, wenn so ein Atomdingen wäre. Würde ich auch erstmal eine Runde im Kreis laufen, wahrscheinlich. Jetzt möchte ich aber doch wissen, was hier oben schießt. Tagesquest. Reality Check. Tagesquest können wir schaffen, nämlich eine Stufe aufsteigen. Was ist das Grüne? Grünes Fleisch? Leuchtendes Fleisch. Sollen wir das hier kochen? Ich höre die ganze Zeit Schüsse, aber ich sehe hier niemanden. Stechflüglerfleisch. Was ist denn hier passiert? Und hier ist irgendwie so ein Freudenhexenfeuer. Natürlich Blutkäfersteak und Blähfliegensuppe, wenn es geht. Gebackene Blähfliege geht nur. Okay. Da, endlich haben wir genug zu essen jetzt. Echt? Braucht man die unbedingt, Heiko? Die Powerrüstung? Ja, Reality Check. Können wir zusammen machen? Wobei ich ja vielleicht nicht mehr zu sehen bin. Du schreibst gerade, du möchtest auch noch ein paar Tagesquests machen, bist aber jetzt am Gucken hier im Stream. Nur dann können wir uns ja nicht mehr unterhalten. Das ist natürlich dann schwierig. Ha, wir essen uns richtig satt. Und hier, Suppe auch. Sieht uns satt, werden wir gleich sein. Nee, ich brauche ein anderes Outfit. Das ist mir zu weiß. Ist schön, aber zu lange weiß jetzt. Aber dafür sind wir gut zu erkennen, oder? In einem weißen Outfit. Ich denke manchmal, wenn ich so. Wo denn? Wenn ich so laufe? Ich weiß nicht so. Wo? So, das sieht doch. Oder wenn ich mich so hinhocke, das sieht gar nicht aus wie so ein feiner Schniekeranzug. Das sieht eher aus wie. Ich weiß nicht, ein Schlafanzug oder so, ein Doktorkittel oder so von hinten manchmal. Dann gucke ich genauer hin und sehe, doch, es ist der Anzug. Wieso ist denn das da oben immer noch geöffnet? Ich möchte die. Muss ich den Flughafen von Wade beanspruchen? Ja, wenn wir was erleben wollen, sollten wir das vielleicht. Jetzt sind wir so weit weg. Jetzt kommen wir auf die Idee, da nochmal hinzugehen. Nee, kein Stück. Wir gehen jetzt weiter.
Ach so, Pip-Boy war doch schon gar nicht so falsch. Nebenquest, genau. Beanspruche die Werkstatt. Wenigstens haben wir sie schon mal gefunden. Ach, du sagtest doch auch genau wegen der... Genau, da gucken wir jetzt mal nach. Wegen der ballistischen Faser sagtest du doch, dass da etwas wäre. Reality Check, sagtest du, ballistische Faser finden wir hier am Camp, ja? Ja, da sind wir doch schon. Richtig gedreht. Einfach immer geradeaus. Stur geradeaus, dann kommen wir da schon hin. Dennis, hallo. Schön, dass du da bist. Freut mich. Und wir sind am Ende der Folge, aber nicht am Ende des Livestreams. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.